Wir kommen wieder bei PW Media Solution. Ja, heute ist der 15.12. Normalerweise ist jetzt geplant heute das Projekt mit CMC. Und das müssen wir leider ein wenig verschieben, weil CMC jetzt Weihnachtsurlaube eingetragen hat. Ich habe auch eine E-Mail gekriegt. Und ja, das Ganze müssen wir jetzt auf nächsten Monat verschieben. Ich hoffe, ihr seid nicht alle traurig jetzt. Ich habe ja schon Anfragen gekriegt, die freuen sich schon und. Und ja, leider muss man das ein bisschen verschieben, weil, wie gesagt, die verschieben das Ganze auch jetzt mit der Börse. Die Börse geht auch zu über Weihnachten. Daher hat das jetzt keinen Sinn, dass wir jetzt damit anfangen. Daher nächsten Monat werden wir damit anfangen. Mit CMC, da mache ich dann auch jeden Tag ein Video für euch. Und ja, dann ist nun mal die Frage gekommen, ob ich die 60.000 Euro bei der Demo-Version bei CMC geknackt habe. Ja, ich habe sie geknackt. Ich habe mittlerweile fast knapp 62.000 Euro gemacht in diesen Aktienkurs in der Öl. Wie ihr seht, ich habe auch schon einen Order drinne. Und ja, das geht erst Montag los. Wie ihr seht, der Kurs ist oben. Ich schätze mal, dass der Kurs am Montag wieder runtergeht. Und ja, wie ihr hier seht, gehe ich mal auf die Tabelle. Und ja, wo sind wir stehen geblieben letztens? Ich glaube, irgendwo hier unten am 3.12. sind wir stehen geblieben. Ihr seht, hier 3,9, 700 noch was, 300 noch was, 1000 noch was, 1600 und hier nochmal 716. Ja, wie ihr gesehen habt, Börse geschlossen, hier ist es automatisch, hier habe ich selbst geschlossen. Und ja, es war wieder auch eine richtig klasse Woche. Ich habe gute Trades gemacht. Leider ist es nur eine Demo-Version. Bei plus 500 ist es so, mit der Einzahlung kann man machen. Wir haben es auch mal vor, ab ja in 3 Monaten vielleicht bei plus 500 auch noch mit anzufangen. Nur hier ist das Problem bei plus 500, man muss hier mit höheren Beträgen anfangen. Weil wenn ich zum Beispiel auf Kauf gehe und maximal kann man nur 2 erst kaufen, also minimal, das sind für 10 Euro. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte schließen, verdient ihr nur 15 Cent. Und das ist, ja, wie soll man sagen, das ist nix. Das bedeutet, ihr müsst maximal 1000 Einheiten kaufen. Und da liegt ihr schon bei 5000 Euro, also 5300 Euro. Und dann macht ihr schon mal einen Gewinn von 190 Euro. Am besten gehe ich mal in Short rein. Wie gesagt, 1000 sind halt 5381 Euro. Bei Gewinn schließen schießt er bei 86,52. Ist gut, da machen wir 76 Euro plus. Aber wie ihr seht, ist der Kurs noch ein Stück runter. Wir nehmen den zweitniedrigsten Kurs. Den nehmen wir jetzt halt mal rein. Ja, nimm mal den ersten. Nimm mal den hier. Das bedeutet 228 Euro. Plus. Leute, der Kurs fällt. Der liegt bei 86,82. Und ja, da würde ich sagen, dass das so 100%ig am Montag runtergeht erstmal. Und ja, laufen der Woche dann wieder hochgeht. Bis jetzt ist er die ganze Zeit geschwankt da hier unten. Aber bis jetzt habe ich richtig gut Plus gemacht. Und jetzt habe ich nochmal erklärt, wie gesagt, hier braucht man maximal, also nicht maximal, sondern minimal 5000 Euro. Und wenn ihr 10.000 einzahlt, ist es noch besser, weil wenn man zum Beispiel 2000 kaufen muss, braucht ihr knapp 11.000 Euro. Bedeutet, wenn man ein bisschen runtergeht bei 1900 Aktien, nee, ist immer noch zu viel bei 10.000, also sagen wir mal 1850. Ja, liegen wir sogar noch ein bisschen drunter. Mal gucken, ob wir es genauer hinbekommen. Ja, geht man sogar noch genauer hin. Habt ihr nämlich ein Kapital von 428 Euro plus gemacht. So. Es ist gut. Daher weiß ich noch nicht, wie ich das mit plus 500 mache, wie ich da am besten ein Video mache für euch, wie das am besten funktioniert, ab welche Einheit man hier einzahlen muss, weil selbst bei 500 Euro finde ich es etwas zu wenig. Weil wenn man zum Beispiel jetzt halt hochgeht auf 500 Euro, sieht man, okay, funktioniert nicht. Funktioniert, okay, dann gehen wir nochmal eins runter. Jetzt hat bei 94 Aktien, ja, habt ihr gerade mal einen Gewinn von 21,43 €. Ja, wenn man das sieht, pro Tag 21,43 €, wenn überhaupt,
Ist es schon relativ wenig. Deshalb sind 500 € minimal nicht okay. Minimal würde ich sagen 5.000 € einzahlen und das muss man erstmal haben bei plus 500. Und ja, deshalb bleibe ich noch ein bisschen bei Demo-Version. Bei plus 500 machen wir dann nämlich auch dann irgendwann mal live ein Konto, machen dort auch mal Tutorials. Und ja, ich habe jetzt eure Frage beantwortet. Ja, ich habe die 61.000 € geknackt. Und ja, und bei CMC geht es jetzt spätestens am 15.01. nächsten Monat los, weil, wie gesagt, die Börse macht jetzt dazu. Auch in 2 Wochen, sozusagen über Weihnachten und so, ist die Börse zu. Das hat keinen Sinn dann, dass ich hier Trades mache. Und daher tun wir das Ganze ein bisschen verschieben. Und ja, ihr könnt euch trotzdem per E-Mail euch bewerben, wer mitmacht oder so. Hier ist auch eine E-Mail-Adresse auf YouTube. Internetseiten sind mittlerweile auch drinne. Ich habe es jetzt freigeschaltet. Ihr kommt direkt auf meine Webseite und direkt auf die Facebook-Seite. Und ja, bis jetzt sind immer schöne aktuelle Videos da drinne. Dann wurde ich noch gefragt wegen Casino. Dafür mache ich jetzt nochmal ein Video. Casino bin ich mittlerweile live drinne. Das kommt heute auch noch hochgeladen. Und da erkläre ich euch richtig im Live Casino, ich habe auch ein Live-Konto gemacht mal für euch. Auch ein bisschen Geld eingezahlt, das zeige ich euch auch, dass es wirklich ein Live-Konto ist. Da tue ich mich extra einloggen. Und ja, erstmal sage ich mal viel Spaß mit plus 500 und mit CMC. Ja, dann hören wir uns spätestens ja, nächste Woche oder so noch einmal. Und viel Spaß damit und bis bald.